Gut, Freunde, was kann also morgen passieren? Naja, es könnte vielleicht endlich mal eine Ankündigung kommen aus Sommer-Update. Es könnte aber auch sein, ja, dass Rockstar Games einmal aus dem Winterschlaf auch einmal aufwacht. Und momentan, glaube ich, habe ich das dumpfe Gefühl, dass die dort nicht so schlafen. Aber wie gesagt, das ist halt von mir nur, was ich da jetzt im vorherigen Video gesagt habe, nur einmal aus den Indizien der letzten, naja, Wochen und Monaten, beziehungsweise am Anfang des Jahres. Ich bin hier unterwegs mit einem, sogar mit einem Story-Charakter. Nicht auf online. Ja, dass ihr auch seht, dass es vielleicht auch. Hier ist dieses ominöse Astra Theater Kino. Ja. Wenn es nicht rein zufällig in meinen Club gewesen wäre, da ist mein Club im Online und da schaut es her. Los Santos 2020. Ja. No showing. Ja. Already 4 Neurotics Toys. Das Simian Sequel 2. Wenn das nicht zufälligerweise neben einem Nachtlokal gewesen wäre, also Nachtclub, hier ist ja der normale Online, hier ist er, hätte ich das ja nie eigentlich gefunden, dieses Sister Act. Ja. Aber da drinnen steht ein Automat, der 3Q. Denn was wir jetzt vom Sommer-Update erhalten haben, ich glaube nicht, dass uns reinlassen. Dann schon gar nicht mit Anzug, glaube ich. Mal schauen. Nee. Also da, in diesem Live-Invader, ja, hier, ist nämlich dieser, ich habe nämlich den Story-Modus nämlich wieder neu begonnen mit Michael, also komplett neu, auf PC. Und da steht dieser Automat nämlich auch schon drinnen. Ja, dieser 3Q-Automat, hier in diesem Live-Weather-Gebäude. Live-In-Weather. Und nun schaut es genau auf dieses Taxi-Schild hin. Also Taxi, so. Der Already, ja, also das ist auch schon wieder ein Indiz dazu, dass irgendwas im Busch ist. Gut, ich bin da jetzt am Kontrollflug am Flughafen bei den Türen und da werden wir auch einmal kurz umschauen, ob sich da was geändert hat bei den Türen. Ja, grundsätzlich waren ja da immer Türen mit 2013, 2014 und 2021 und jetzt werden wir hier mal schauen, ob sich da was geändert hat, aber da sind ebenfalls nur mehr die Tieren, so wie es bis jetzt gehabt worden. Ja, ja, wie gesagt, wir haben diese Türen eigentlich nie so realistisch genommen, nie so ernst genommen wahrscheinlich. Ja. Erst seit dem Bekanntgabe von GTA 5 auf PlayStation 5. Aber geändert hat sich da eh relativ wenig. Also da hast du eh noch immer die Türen mit 2013, 2014. Aber auch die Türen mit 2014 und 2013 und 2021. Jetzt komme ich zu einem Ort, der vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, nämlich der Kanal. Der Kanal ist eigentlich seit über, naja, seit Anfang an da, aber den überfliegen wir ganz gerne. Und wie gesagt, wenn ihr da irgendwelche
Sister Act oder irgendwelche Hinweise gefunden habt, könnt ihr es auch ganz gerne schreiben. Das ist jetzt nur so mal so am Rande erwähnt. Ja, also ich überfliege das jetzt auch schon seit ich denn dabei bin. Ja. Aber es können irgendwo kleine Details versteckt sein. Irgendwo hier könnten kleine Easter Egg, kleine Details versteckt sein, die wir, naja, wir nehmen diesen Kanal eigentlich ja gar nicht mehr ernst. Durch dieses hieroglyphenartige Grizifaxi da, eigentlich könnte man meinen, dass wir hier wahrscheinlich schon die Lösung des unseres Problems schon bereits übersehen haben. Und wir haben hier wahrscheinlich schon 100.000 Informationen hier bereits übersehen. Mir ist vor kurzem nämlich auch ein kleines Detailchen aufgefallen. Jetzt einmal da nämlich San Andreas. San Andreas 5 dividiert durch 5. Ja. Ich meine, es kann viel natürlich heißen, dieses San Andreas hier. San Andreas. Ja. Es kann natürlich viel heißen, das Ganze. Ja. Na, na, na. Aber ihr könnt es ja auch gerne in die Kommentare schreiben. Ja. Ich persönlich wäre ja für ein New Yanken, aber wenn es ein San Andreas würde werden, kann es auch nicht schlecht sein. Was heißt ja, es ist eines der größten Updates aller Zeiten. Im Winter-Update. Naja, jetzt könnte man natürlich wieder spekulieren. Und da unten steht Los Santos. Ja, ich meine, New Yanken ist zwar schön und gut, wäre von der Atmosphäre her natürlich passend zu Weihnachten. Na. Aber nur, wie gesagt, würde ich San Andreas auch begrüßen. Ja, San Andreas und Los Santos, das wäre ja eine geile Sache. Und es heißt ja das größte Update. Wir haben am Anfang des Jahres ja auch einen Airport Flieger gehabt. Ja. Wo ein Liga uns ja netterweise auf dem Flughafen von Los Santos ja eine Maschine gezeigt hat. Es könnte eher ein bisschen passen mit San Andreas. Aber gut, schreibt es in die Kommentare, schreibt eure Gedanken, schreibt eure Ideen, Fantasien auch einmal. Nicht nur ich, meine. Und wir sehen uns dann wieder mal in einem der nächsten Videos. Ich sage nur eines, haut rein und ich bin draußen. Ciao, einen schönen Tag, schöne Woche und haut rein.